So, Freunde der gepflegten Unterhaltung, guten Morgen. Es ist 7.53 Uhr, verhältnismäßig früh für mich in letzter Zeit, muss ich sagen. Aber egal, ich werde mich jetzt auf dem Weg zum Hauptbahnhof machen und dann in einen Fernbus steigen und dann geht's auf zum Quert. Long time no see. Genau, wir haben uns länger nicht gesehen und wollten uns jetzt nochmal treffen. Und ich würde sagen, wir wollen gar nicht lang schnacken. Auf geht's! Ja, hallo, hier ist der Quert. Und ich begrüße Sie zu einem Vlog. Und ich flacke gerade auf dem Sofa. Denn der liebe Psycho kommt am heutigen Tage. Heute ist der. Der fünfte? Nein, ja, glaub schon. Denn es ist so ungefähr 9 Uhr. Also vorhin war es auch 9 Uhr, ne? Bei mir hat es heute nichts mit dem Schlafstellen. Ja, und ich bin um 6 Uhr noch wach gewesen und habe mein Skyrim gespielt, weil ich in letzter Zeit eine riesige Skyrim-Sucht entwickelt habe. Aber dazu vielleicht später irgendwann mal mehr. Und ich muss noch aufräumen hier. Weil es sieht aus wie in einem riesigen Saustall. Ja. Aber das ist ein Problem, weil ich bin gerade im Moment irgendwie noch nicht müde. Ich sollte aber echt schlafen, weil ich habe nur 3 Stunden Schlaf gehabt. Und das ist einfach viel zu wenig. Und ich weiß genau, dass es später wehtun wird. Naja. Okay. Cool. Das wäre dann wohl Part 1 von meiner Vlog-Reihe hier, die der Psycho mich beordert hat zu machen. Mal sehen, ob wir uns noch weiterhin bei unseren Nicknames nennen oder tatsächlich zu unseren echten Namen wechseln, so wie es der liebe Psycho eigentlich immer gerne macht. Warum ich es eigentlich nicht tue, weiß ich nicht. Mir ist es eigentlich wurscht, aber keine Ahnung. Weiß nicht. Online bin ich halt einfach der Quert. Schwing! Okay, es ist jetzt, na, kann man das sehen, genau, fast 3 und ich war so ein bisschen gepennt, bisschen länger als ich gleich wollte, aber okay, Psycho hat mir geschrieben, er steht im Stau und ich werde mich schlussendlich dran machen, hier den Schlüssel irgendwie aufzuräumen, genau. So, während ich jetzt hier gerade so abgespült habe, so habe ich dann die Pfanne bemerkt und dann habe ich mir gedacht, wofür zur Hölle ist dieser Thermopoint da? Warum? Um zu fühlen, ob die Pfanne heiß ist oder was? Warum würde ich das tun wollen? Ich meine, naja, okay. Aus der Ballerini Versuchsküche. Eine Neuentwicklung, die Ihnen beim Kochen hilft. Thermopoint. Und hier sehen Sie die Vorteile und die Funktionsweise von Thermopoint. Die Pfanne hat die optimale Temperatur für den Kochvorgang erreicht. Okay, wir haben es jetzt 7:15 und um 7:15 kommt der liebe Herr Psycho und ich muss noch einkaufen. Mit anderen Worten, ich habe ein Problem und deswegen werde ich mich jetzt auf den Weg machen Richtung Einkaufen und dann werde ich unseren Gast willkommen heißen. Und dann, bis dahin. So, habe jetzt eingekauft, werde aber wohl noch ein bisschen brauchen, da kommt man nicht dran. Aber, naja, ich werde wohl ein bisschen zu spät kommen beim Psycho. Ja.
So, der Herr. Ich grüße Sie. Lange nicht gesehen, ne? Alter, das ist so geil, das Wetter. Es ist tatsächlich ziemlich krass, aber es ist mir wieder viel zu warm. Ich muss sagen, das große Problem ist, dass davor war es irgendwie viel zu kalt und jetzt ist es viel zu warm. Das ging schnell jetzt, der Wechsel, ja? Ja, vor allem halt so krass wieder und es ist so entschwül. Und ich habe halt wieder geschwitzt wie sonst noch was. Ich sehe schon wieder die Bauchbinde. Ah, wie beschwindet. Ist echauffiert übers Wetter. Oh Mann. Ja komm, Mann, was soll denn die Scheiße? Es ist halt einfach nur Kack-Scheiße. Ach ja. Genau, was ich noch aufschätze, dass meine Adobe Cloud noch hält, weil irgendwann hört ich auch wieder auf, dass wir auch. Boop. Ja, natürlich, die ganze Zeit. Was tust du jetzt? Was ich jetzt tue? Ja. Ich werde zum Müllhäuschen gehen. Das Müllhäuschen? Seit neuem braucht man hier einen Schlüssel. Früher konnte man hier einfach aufmachen. Seit neuem braucht man jetzt einen Schlüssel, finde ich sehr ärgerlich. Und irgendwer hat sich beschwert. Hat sich ja genau die Hausverwaltung beschwert. Keine Ahnung, scheinbar war hier mal Mülltourismus, schätze ich. Werde ich ja diesen leckeren Biomüll wegwerfen. Wir müssen natürlich jetzt auch gucken, was hier so weggeschmissen wird. Mega. Riecht gar nicht mal so gut. Verdammt. Verdammt, wie komme ich hier wieder raus? Ist so. Ich bin gefangen. Genau, und jetzt erstmal wieder Selfie-Position. Das ist natürlich schon cool, dass man die einfach so umdrehen kann. Das ist ganz geil, ist ja. Zustimmen. Oh, die Belichtung gefällt mir gut. Schade ist, dass wir kein Stativ haben, glaube ich, gell? Nachdem ich gefragt habe, ob ich den Controller mitnehmen soll, habe ich gefragt, soll ich das Stativ mitnehmen? Und dann ist mir wieder aus dem Sinn gegangen so und dann hatte ich gepackt und dann so, nee, jetzt machst du den Koffer nicht nochmal auf. Es wäre klug gewesen, aber. Das heißt vielleicht, ja, wir werden es schon irgendwie platzieren können. Wir haben letztes Mal auch auf dem Boden einfach gelegt. Ja. Das müssen ja eh die Originalpositionen. Stimmt. Wieder. Genau, zur kurzen Erklärung vielleicht noch. Man widmet sich jetzt dem Essen und Trinken. Genau, ja. Das ist der Plan. Konsumieren wir Alkohol? Konsumiere ich Alkohol? Ich würde sagen, ja. Ich konsumiere Augustiner Edelstoff. Gut, habe ich nochmal aufgenommen. So, oh, jetzt habe ich ein bisschen gepennt, jetzt muss ich noch ein bisschen was fertig machen. Danke. Und ja, und dann habe ich nochmal aufgenommen, so nachdem ich fertig gemacht habe und Zeug. Freuen Sie sich jetzt über Ihre Masse. Sie hat das gerade richtig gut ins Bild gestellt, aber so, dass man sich gerade so noch sieht. So richtig so, als wäre es gewollt. Genau so, als wäre es geplant. So, man sieht dein Gesicht gerade perfekt daneben. Und dann der Herr. Prost. Und mittlerweile habe ich mich eigentlich hauptsächlich auf Bier fokussiert, weil das kenne ich. Da weiß ich, wie viel ich vertrag. Und es schmeckt mir. Ja. Und deswegen, ja, mittlerweile trinke ich eigentlich eh weniger, um mich zu betrinken, sondern oftmals auch mehr zum Genuss. Je nachdem. Das habe ich auch öfter, aber noch nicht so, dass es überwiegt. Mal gucken, ob der überhaupt mal antwortet. Oh, das haben wir gleich vergrault. Spam musst du noch schreiben. Dann friert er gleich die Unterhaltung. Hat er, glaube ich, schon getan. Spam!
Alter. Dieses Fahrrad könnte tatsächlich nicht mehr fahrtauglich sein. Nein? Leichter Achter. Egal. Da ich jetzt die Kamera eh schon angeschmissen habe, glaube ich fast, dass ich jetzt auch anfange, irgendwie herumzuerzählen. Wir waren jetzt essen und trinken. Ja. Da der Eduard, ich möchte mal eben ein kurzes Fähnchen an ihn halten, der ja nicht mehr wach ist. Wirklich Wahnsinn. An einem Freitagabend geht er bereits um 11 Uhr schlafen. Um 11 Uhr. 11. Ich meine, so hart ist sein Leben jetzt auch Uhr. Nicht als allgemeiner Entertainer. Ja gut, mit da ist 12 Uhr, also als es geschrieben hat, war es 11 Uhr. Schlau. Wir haben ja Beweise. Ja, wir haben tatsächlich Beweise. Naja, wir verurteilen dies sehr. Mehr als sehr. Ja. Verstehen, können überhaupt gar nicht nachvollziehen, wie das überhaupt so sein kann. Mit dem kompletten Dachrad. Naja, man muss sich ja irgendwie fortbewegen. Positiv. Ich glaube, wir melden uns nochmal, wenn wir wieder bei dir zu Hause sind. Ja, immer noch ein Strich Akku. Eben. Okay, ciao. Ach, da ist das Mercedes-Gebäude. Da ist tatsächlich das Mercedes-Gebäude. Das heißt, wir sind bald an der Donnersberger Straße. Oh, jetzt ist es nicht mehr so unscharf. Jetzt ist es nicht mehr so unscharf. Erkennt man Verwirrenderweise. Verwirrenderweise. Ich will wir diesen, sollten auf jeden Fall. Ich will mir diesen Fahrradfahrer, weil der Fahrradfahrer das gar nicht weiß. Boah. Shit. Münchner City um 0 Uhr noch was, ne? Sieht man leider nicht. Oder? Ein bisschen doch. Bisschen? Bisschen. Es ist 10:55, richtig? Meine Uhr geht eine Minute vor. 6:30. 4:30. Eine Minute vor. Shit. Mündliche Matheprüfung 2, würde ich mal sagen. Oh Mann. Oh. Können wir noch rüberrennen? Jetzt oder nie? Okay, los geht's. Okay, komm. Finally, wir haben die Bahn genommen. Genau. Wir haben die Trambahn erwischt und sind jetzt gefahren. Bis zur nächsten Endhaltestelle, wo die Tram sich dann umwandelt in eine andere Tram. Und von das ist die Tram-Formation. Oh. Shit, da hätte ja von mir stammen können. Fuck. Die Tram-Formation. Na egal. Was vielleicht schön ist, ist eine Sehenswürdigkeit. Denn links von uns. Sightseeing nachts. Links von uns findet sich das. Autos. Autos. Und Autos. Und, oh, guck mal hier. Und natürlich das Schloss Nymphenburg. Und das ist hier auch der. Hier ist Wasser. Der Kanal dazu. Der. Springen Sie rein. Ich glaube sogar, er heißt tatsächlich Nymphenburger Kanal. Ich habe irgendwie einen Fisch an meinem Bein. Also. Da. Vielleicht sieht man so ein bisschen weiße Gebäude. Andere Richtung. Ja, da ist das Schloss Nymphenburg. Das ist wieder unscharf. Sollen wir da rüber gehen? Warum? Keine Ahnung. Weil es cool ist? Ja. Ich bin immer spontan. Das ist auch rot. Grün meine ich. Positiv. Sicherlich gleich grün. Wir sehen, es ist grün. Und niemand hat etwas gesehen. Man sieht den Schwan nicht. Man sieht den Schwan nicht? Nein. Mist. Oder doch, doch, man sieht ihn. Da ist er. Ich hab ihn. Jetzt ist er im Dunkeln verschwunden. Shit. Alter. Ich mag das. Da bräuchte man tatsächlich ein Stativ. Dann könnte man einen Sternenhimmel aufnehmen. Einen Stern habe ich geschafft. Nächtliche Stille. Das Beste, was es gibt. Ach, du filmst uns schon wieder. Oh, hallo. Ja. Hi. Mein Handy ist nicht gesperrt. Jetzt. Ja, wir sind jetzt hier gerade im Vorgarten, schätze ich. Dort hinten sind. Ich habe eine Mücke gestochen. Deine. Ich hätte die schon gefunden. Nicht creepy, sondern normal. Okay, schätze ich. Nee, so vorhin, als hast du nicht zugehört, was ich geredet habe. Richtig so, gucken Sie hier, sind auch aktive Nachtsportler. Da habe ich so kurz rüber. Ach so, da hast du die schon gefilmt. Okay, das hast du gar nicht gemerkt.
Ja, ist groß, ne? Ja, ist schon so Schlossanlage und shit. Ja, Mann. Verpixelter Schwan und shit. Ist da ganz weg. Der Fokus hat sich aufgelöst. Dark. Ja gut, man muss der Kamera zugute halten, es ist sehr dunkel. Dark, dark, dark. Steht die Frau denn hinten an dem Stein? Tatsächlich, krass. Egal. Gehen wir in unsere weiter Richtung Ding, oder? Swoosh. Unsere Schatten. Sie antworten. Sie antworten. Das ist so richtig der Walforscher, der so irgendwelche Aufnahmen so im Meer abspielt und dann so sich richtig freut, wenn sie so mit ihren Gesängen zurückreagieren. Das erinnert mich an den Vogel bei uns. Oh nein, das Batteriezeichen blinkt. Nein. Wir haben keinen Strich mehr. Okay, dann müssen wir jetzt so kurz mal aufhören und dort vorne das filmen. Nee, ich glaube, dann geht die vielleicht gar nicht mehr an. Meinst du? Ja. Oder? Ich bin mir nicht sicher, jetzt oder nie. Wir rennen jetzt ganz schnell dahin. Okay, go. Cool. 3, 2, 1, go. Los. Oh mein Gott, in der Sprintaufnahme. Geh weiter, los. Los, los, los. Ja. Hier das Schloss Nymphenburg. König von Bayern. Wohnt hier der Horst oder was? Ich weiß gar nicht, wie der Garten heißt. Schlossgarten, schätze ich. Okay. Ich glaube, wir gehen jetzt mal nach Hause. Ja. Dann schneiden wir. Das war Tag 1. Ja. Tag 1. Tag 1. Tag 1. Tag 1. 1. Tag 1, Tag aus.